Frau Zeutscher, nochmal herzlichen Glückwunsch zum Sieg in der Kategorie Online. Man hat ja immer ein gewisses Gefühl, wenn man bei sowas mitmacht, eine Ahnung. Wie war das bei Ihnen? Haben Sie gehofft, vermutlich, aber auch schon vermutet? Also wir haben auf jeden Fall gehofft und wir haben sehr stark gehofft, weil man sagen muss, wir sind halt rein auf online fokussiert. Natürlich auch mit Print, aber Fokus natürlich online. Und da wollen wir halt natürlich die Sachen aus dem Consumer-Bereich gerne auf den B2B-Bereich übertragen. Und dementsprechend war die Hoffnung halt auch groß und wurde bestätigt. Es wurde in der Laudatio schon kurz angesprochen. Was sind denn aus Ihrer Sicht die Sachen, die Sie abheben von Wettbewerb, wo Sie sagen, da sind wir echt gut, auch nochmal speziell im Bereich online? Also ich glaube, den Vorteil, den wir haben gegenüber den traditionellen Unternehmen, weil wir noch ein recht junges Unternehmen sind, dass wir uns quasi das ERP-System und das Shop-System aussuchen konnten und auf der Basis uns was gesucht haben, was dem Consumer-Bereich schon sehr entspricht und das quasi auf die Bedürfnisse eines Geschäftskunden ausgerichtet haben und das so gestaltet haben. Und das hat halt nicht jeder so die Möglichkeit und ich glaube, die haben wir ganz gut genutzt. Es gibt ja bei jedem Projekt auch so Stolperfallen oder Sachen, die einem... Die es verzögern oder wo man sagt, da hat es jetzt ein bisschen gehängt. War das bei Ihnen auch so? Und wenn ja, wo lagen da die Herausforderungen? Oh, schwierig zu sagen. Also es ist ja ein langer Prozess und wir haben natürlich einen Webshop gehabt, stand Tag X und das hat sich dann natürlich irgendwie, man hat sich das immer angeguckt und das hat sich dann entwickelt und man hat wieder einen neuen Stand jetzt. Und aber so richtige Stolperfallen natürlich. Es ist ein Projektplan, da ist natürlich immer was schiefgelaufen, Zeiten konnten nicht eingehalten werden, aber letztlich haben wir es den Go-Live-Termin damals auch um einen Monat verkürzen können. Das war dann schon mal sehr erfolgreich und sind da durchaus sehr zufrieden mit, haben aber natürlich auch jetzt wieder weiteren Optimierungsideen schon und hoffen, dass wir es auch in naher Zukunft umsetzen können. Ich wünsche Ihnen noch viel Erfolg, viel Energie weiterhin und vielleicht dann bis zur nächsten Veranstaltung und bis zum nächsten Preis. Dankeschön.